Guten Morgen, liebe Lernende. Wir wollen uns heute mit dem Begriff der Sondersprachen beschäftigen. Sondersprachen bezeichnet einen Sammelbegriff, der sich für Berufsgruppen und Fachsprachen anwenden lässt, ja, auch bekannt unter dem Namen Jargon. Das Besondere der Sondersprachen ist, dass in ihr bzw. in ihnen eigene Begriffe verwendet werden, kaum oder selten eine eigene Syntax, also es gibt keine andere grammatikalische Ausrichtung dieser Sprache. Subjekt, Prädikat, Objekt, die Fälle und so weiter, das wird alles so wie in der Standardsprache benutzt. Ausnahme oft die Jugendlichen, die in eigenen Gruppen, dynamischen Prozessen besondere Sprachen entwickeln bzw. einige Begriffe entwickeln. Da ist das in den seltensten Fällen Absicht, wenn eine eigene Syntax, also eigene. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com